Dieser Mann, der hier mit Frau und Kind aus dem Bahnhof kommt, ist Herr Schmidt. Herr Helmut Schmidt. Helmut Schmidts weiterer beruflicher Weg ist bekannt. An seiner Seite seit 66 Jahren seine Frau Hannelore, die jetzt ihren 90. Geburtstag feiert. Genannt wird sie Loki. Woher stammt dieser Name eigentlich? Ich konnte noch nicht richtig sprechen. Nun sprechen Sie mal als kleiner Wurstel Hannelore aus. Das konnte ich nicht. Aus Hannelore wird also Loki. Das Kind aus einer Arbeiterfamilie geht auf die Hamburger Lichtwerkschule, wo sie mit 10 Jahren Helmut, ihren späteren Mann, kennenlernt. Der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. Ich denke nachträglich, dass ganz wichtig ist, dass wir vor der Pubertät schon in einer Schulklasse waren, und zwar in einer besonderen Schulklasse. Die Schule hat alle Schüler, soweit sie es konnte, zu sehr viel Selbstständigkeit erzogen. Diese Selbstständigkeit habe sie beide geprägt. Das gemeinsame Erleben, es hilft in guten wie auch in schlechten Zeiten. 1942 heiraten sie, Sohn Helmut stirbt noch vor seinem ersten Geburtstag. 1947 wird Tochter Susanne geboren. Damit ist die Sippe, wie Loki ihre Familie nennt, komplett. Dankbar sind bestimmt mein Mann und ich, dass es den anderen noch immer gibt. Und dass wir ein sehr buntes Leben bis heute durchgehalten haben. Nein, das, und natürlich bin ich dankbar für meine Tochter, ist klar. Aber ich kann Ihnen auch so viel erzählen, wofür ich nicht dankbar bin. Was aber durchgestanden sein muss, das hilft ja nichts. Eigentlich will Loki Biologie studieren, doch das Geld reicht nicht. Und so wird sie Lehrerin, finanziert damit auch das Studium ihres Mannes. Das Lehren geht ihr in Fleisch und Blut über. Ich fange ja manchmal an, mit erhobenem Zeigefinger oder jedenfalls einem unsichtbaren erhobenen Zeigefinger irgendetwas zu erklären. Ich weiß es nicht. Das ist mir wohl angeboren, obwohl ich gar nicht Lehrerin werden wollte. Für Helmut Schmidts Karriere gibt Loki nach 29 Jahren als Real- und Volksschullehrerin ihre Arbeit auf. Folgt ihm von Hamburg nach Bonn. Tochter Susanne studiert Volkswirtschaft und geht nach London. Die privaten Momente werden immer seltener. Ein Mensch entwickelt sich in 66 Jahren, die wir verheiratet sind, nicht nur in einer Richtung. Er hätte sich eben ein bisschen anders entwickelt, ich weiß es nicht. Wir finden es beide sehr angenehm, dass wir uns immer noch haben. Dazu möchte ich mehr nicht sagen. Dabei sind Loki und Helmut Schmidt in den letzten Jahren immer wieder befragt worden zu ihrer Ehe, zu ihrer symbiotischen Beziehung, dazu, wer wohl die bessere Hälfte wäre. Wir sind beide, solange wir uns kennen, und das ist nun schon 67 Jahre. 67 Jahre. Bitte um Entschuldigung. Ja. Warte mal. Ist das, glaube ich, ziemlich gleichgewichtig. Lass mich mal korrigieren. Sie ist natürlich bei weitem die bessere Hälfte. Gott sei Dank. Wir haben einmal in unseren 66 Jahren einen Streit gehabt. Und zwar muss das gewesen sein vor der Währungsreform. Und ich habe gedacht, du möchtest ihm irgendwas an den Kopf knallen. Und da habe ich einen Waschlappen genommen. Und noch nicht mal getroffen. Wir lachen beide heute noch drüber, weil es wirklich der einzige Streit unserer Ehe ist. Aber wir wissen nicht mehr, warum wir uns gezankt haben. Die Schmidts sind ein unschlagbares Team. Loki hat großen Anteil am politischen Wirken ihres Mannes. Aber eines ist klar, verbiegen lässt sie sich nicht. Auch nicht, als Helmut Schmidt 1974 Bundeskanzler wird. Die Frau des Bundeskanzlers musste sich
nach dem Fahrplan des Bundeskanzlers ausrichten. Denn die hatte ja eine Funktion. Die Kanzlergattin, nicht nur einmal bügelt sie durch ihre ruhige, klare Art aus, was Schmidt Schnauze in seinem Umfeld anrichtet. Sie glättet Wogen, heißt es, und vermittelt. Nicht zuletzt deshalb zollen ihr Weggefährten von damals bis heute Respekt. Sie hat nie die Rolle einer First Lady im Vordergrund und durch ständige Präsenz wahrzunehmen, die Absicht gehabt. Nein, sie hat eben mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit ihre eigene Person und ihre eigenen Fähigkeiten an der Seite von Helmut Schmidt so genutzt, dass sie ihm Halt geben konnte. Nun mach mal ein freundliches Gesicht. Einmal im Urlaub kannst du dich freundlich angucken. Die Musestunden der Schmidts sind rar. Repräsentieren gehört jetzt zu ihren Pflichten. Auch Lokis Arbeitstag zählt 12, 14 Stunden. Und danach ist sie für ihren Mann da, als seine beste Beraterin. Sonst rief mich mein Mann meistens so 12, halb eins nachts an und sagte, ich komme jetzt rüber. Und dann kam mein Mann, 3 Minuten, 4 Minuten später, und sagte, mach mir mal ein bisschen was zu essen, ich mache inzwischen Krach. Krach hieß, er ging an den Flügel, der zu dem Bungalow gehörte und meistens nicht richtig gestimmt war, was uns beide nervös gemacht hat. Den Tag Revue passieren lassen, darüber ist es häufig sehr spät geworden. Und natürlich ist es Loki, die darauf achtet, dass der Rhythmus eingehalten wird. Normalerweise fing seit um 9 an. Also musste ich ihn wecken. Muss ich heute noch. Und dann saß er schon mit irgendwelchen Papieren am Frühstückstisch. Und anschließend geht es zu den Treffen mit den Großen dieser Welt. Ob Jimmy Carter oder Maggie Thatcher, Loki Schmidt ist stets eine gute Gastgeberin und bleibt in all den Jahren eine sehr eigenständige und unabhängige Persönlichkeit. Um protokollarische Zwänge schert sich Loki wenig, auch nicht, als sie in Saudi-Arabien mit ihrem Mann auf einem Empfang erscheint, obwohl sie als Frau nicht erwünscht ist. Da hat mich dann doch so ein Gefühl gepackt. Hier stehst du für alle Frauen der Welt, denn das ist noch nie vorgekommen, dass eine Frau bei der offiziellen Begrüßung dabei war, wenn auch auf dem Extrateppich. Aber das habe ich durchaus mit einem gewissen Stolz getan. Auch bei einem Besuch des Mosesberges in der Sinai-Wüste bringt sie die versammelte Mannschaft durcheinander. Darf ich mal eben den Dornbusch angucken? Doch mit dem Gucken ist es nicht getan. Die passionierte Naturschützerin kann es sich nicht verkneifen, ein Ästchen des heiligen Dornenbusches vom verdutzten Abt zu verlangen. Tatsächlich ist daraus ein Baum geworden, zur Verwunderung aller. Bis auf Loki natürlich, die sich Jahre später noch an den Besuch erinnert. Es war so furchtbar heiß und wir hatten Wasser bekommen zum Trinken. Aber ich fand eigentlich meinen Dornbusch wichtiger als meinen eigenen Durst. Und die Mönche haben mich so ein ganz klein bisschen ausgelacht, weil sie meinten, der Busch wächst doch nirgends anders. Das hätten schon andere versucht. Aber Sie sehen ja, er lebt und er wird auch in diesem Jahr wieder blühen zu seiner Zeit. Ihre Liebe zur Natur macht sie zur Chefinnensache. Ein bisschen, sagt sie, habe ihr das Amt ihres Mannes schon geholfen, Gehör zu finden. Anfangs noch belächelt, engagiert sich Loki weltweit für den Artenschutz, gründet die Stiftung zum Schutze gefährdeter Pflanzen. Mein Mann hat mich jahrelang damit geärgert, dass er gesagt hat, und du hast immer gesagt, ich kann den Unterschied zwischen Gundermann und Günsel nicht. Dabei weiß ich den doch. Was Helmut Schmidt längst weiß und mittlerweile auch der Betrachter, Gundermann und Günsel, beides sind Lippenblütler. Schon früh entdeckt Loki die wunderbare Welt der Pflanzen.
angefangen hat meine Liebe, als ich winzig klein war, mit dem Löwenzahn. Das war nämlich die einzige Pflanze, die in meiner Umgebung in einem dunklen Hinterhof zu sehen war. Und ich denke mal, dass ein Löwenzahn immer noch reizvoll ist. Nicht nur wegen ihres außergewöhnlichen Engagements als Bewahrerin der Natur, als Entdeckerin unbekannter Pflanzen und als Autorin vieler kluger Bücher, wurde ihr im Februar 2009 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hamburg verliehen. Es ist einfach auch ihre besondere Art, die die Menschen berührt. Mit Lokis Augen die Welt zu sehen, die bedeutet nicht immer nach oben zu gucken und nach dem Großen zu gucken, sondern gerade das Kleine zu schützen. Und das ist der Grund dafür, warum die Menschen dieser Stadt sie lieben. Und ich glaube auch der tiefere Grund dafür, dass alle mit weitem Herzen ihnen gerne diese Ehrenbürgerschaft übertragen. Liebe Loki Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Wir sind stolz auf Sie. Dieser Moment ist einer der wichtigsten in Loki Schmidts langem 90-jährigen Leben. Es ist wirklich die höchste Ehre, die einer Hamburgerin oder einem Hamburger passieren kann. Das bedeutet mir sehr viel. Und als ich die erste Munkeleien hörte, habe ich nur gedacht, was für ein Jammer, dass deine Eltern das nicht mitgekriegt haben. Es sei ein pralles Leben, sagt Loki, das sie mit ihrem Ehemann in all den Jahren geführt habe. Mit vielen Höhen und manchen Tiefen. Geblieben sei eine große Dankbarkeit für all das, was sie gesehen habe. Aber manchmal, so sagt die 90-Jährige, erscheine ihr das Leben trotz allem zu lange. Das Leben verändert sich. Es gibt nicht das Alter. Es gibt ein sehr schönes, bequemes Alter, wenn man nicht mehr arbeiten muss und finanziell sich noch eine Reise erlauben kann und zu zweit, ich weiß nicht, was machen kann. Es gibt ein Alter, wo die ersten körperlichen Unzulänglichkeiten kommen, dass man nicht mehr richtig gehen kann oder sonst irgendwas. Und dann gibt es ein Alter, wo man eigentlich keine Lust mehr hat. Im Januar 2009 ist der 90. Geburtstag von Helmut Schmidt nachgefeiert worden. Im großen Stil. Mit Tochter Susanne und einer ganz besonderen Liebeserklärung an ihre Eltern. Lieber Mutti, lieber Papi, selbst jetzt in meinem Alter kommen Leute auf mich zu und sagen, nö, gibt's doch gar nicht, Sie sind die Frau Schmidt, nicht ganz die Mutter. Und dann geht man ein paar Häuser weiter und sagt jemand, also sowas, die Tochter vom Altbundeskanzler, nicht? Ganz der Vater, gar nicht zu verkennen. Ich denke, als Familie haben wir uns eigentlich ganz gut durchgeschlagen. Mein Leben mit Helmut Schmidt und mit Loki Schmidt ist schon ganz okay. Ist schon ganz okay. Könnte schlimmer sein, könnte durchaus schlimmer sein. Das sind die beiden besten Eltern, die ich habe und dafür bin ich dankbar. Alle Mann hoch, bring mir ein kleines Ständchen. Happy Birthday. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch, Helmut und Loki Schmidt. Oh,